Hallo Trio, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter. Graf der neuen Götter ist angesagt. Wir laufen mit zufälligen Leuten rum und wir schauen sie erstmal wie immer uns ich guck an. Ich gerade mal. TKO 25-2 Schurke Vara mit 23-4 und Blessed Frag irgendwas 26-9. Ja, Hut ab. Was hat er eben gesagt? Irgendwer hat irgendwas gesagt. Ich hab nicht aufgepasst. Nö, ist der andere. So, nicht links, rechts. Ja. Gehen zurück. Wir suchen den Eingang, wo ein Kopf zu sehen ist. Weil nur das ist der richtige. Und da müssen wir hin. Wenn man alle Gegner metzeln möchte, kann man das auch ignorieren. Aber wenn man es beschleunigen möchte, läuft man natürlich den Gang, wo der Kopf ist. Genau. So, das Gerecht fix. Ja, die sind ja alle relativ hoch hier. Ja, also damit wird sich scheitern. Wir trennen uns aber gerade alle gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also, ist denn der Snorf gerade weggelaufen? Also, ich bin bei der Masse. Nö, ich hatte nur gerade ein bisschen Angst. Also nicht ich, sondern mein Charakter. Angst in Hose. TKA läuft wieder vor, weil er es kann. Metzel. So, das ging doch ganz ordentlich. Wie durch Butter. Ich gratuliere. Ich gratuliere. Mag. So, jetzt sind hier unten bei drei von diesen Gängen Symbole am Boden. Hier zum Beispiel so ein, ich weiß nicht was. Und genau das Ding müssen wir jetzt anmachen hier. Was kann das sein? Ohne die Gegner zu triggern. Ich brenne. Ich bin durchs Feuer gegangen. Ich brenne vor Liebe. TKO hat da drüben Gegner gemetzelt. Hast du diesen komischen Gummibären hier schon angemacht? Nein, die Gummibären hier habe ich noch nicht gemacht. Wo ist er? Da hinten. Ich muss auch die Gegner killen, die hier rumstehen, sagst du? Aua. Nee, eigentlich kannst du an denen vorbei. Kam an mir vorbeigelaufen, zu mir gelaufen, meine ich. Ich bin auch irgendwie allein, wie soll das sein? Warum nicht allein? Du bist ganz alleine da, deswegen solltest du die Gegner in Ruhe lassen. Aber wir kommen. Ich bin auch fast tot hier. Wir kommen, wir sind schon fast da. Ich bin verliebt. Nee, ich bin beängstigt. Hilfe, Hilfe. Terror. Du bist ängstlich verliebt, sei doch ehrlich. Ängstlich verliebt. Oh, hoffentlich küsst sie mich. Oder vielleicht doch nicht. Hoffentlich küsst sie mich nicht. Mutti. Hallo, ich bin ein Tank. Es wäre nett, wenn einer mir helfen würde, den Typen hier umzuhauen. So, wer als erster durch die Tür geht, oder die ersten zwei, werden gleich fast hochgehoben sterben. Und die DPSler müssen sie befreien. Wobei ich mit meinem, ich lenke sie ab, Strahl sie kurz betäuben kann. Und deswegen habt ihr ein bisschen mehr Zeit, sie zu hauen. Fantastisch. Hauen tun wir gerne. Diese Sabbeltante. Oh, atemberaubend. Oh, mir fällt ein Hoden aus der Hose. Ohne Kommentar. Ja, was denn? Die blubbert. Ich Wer sagt, liebe dass es eine Bier ist? Ich möchte auch gerne eine Wohnung haben, die an der Decke klebt. Geil. Ich kann ja was an die Decke kleben, aber ich weiß nicht, ob du das weißt. So ein Pfannkuchen oder was, so Klatsch. Ein Stück Kartoffelpüree. So, ein Rätsel. Mal sehen, Tränke, ob oder wollt ihr keine Rätsel? Nee, die rennen da schon vorbei. Oh, TKO muss jeden töten. Also es gibt sogar eine Trophy, wenn ihr alle diese Zwerge hier leben lässt, aber will keiner oder will einer? Nimmt einer? Nee, will keiner. Will keiner. Und der Snorks. Dann holen wir uns halt eine Falle ab. Das fliegende Einhorn kriegt jetzt die Felsen auf den Kopf. Ich sehe dich doppelt. Hervorragend. Selbst wenn ich es wegdrücke, bin ich kurz da und dann kommt dann erst wieder die nächste Szene. Es ist, ja. Ich bin wieder doppelt und dreifach. Doppelt und dreifach. Wie immer. Das doppelte Löttchen. So eine Strafe bedeutet, man muss ein bisschen mehr laufen, man muss ein bisschen mehr kloppen. Für die Stumpfen unter uns. Genau, in dem Fall wirklich nur ein paar drei Gruppen Gegner niederhauen. Das sollten wir hinkriegen, denke ich mal.
Es dauert vielleicht genauso lange wie die Rätsel lösen, man steht aber nur nicht dumm rum. Das ist der große Vorteil. Aber wenn man die Rätsel löst, dann kriegt man 40 Kampagnenwährung, was jetzt echt ein Witz ist, finde ich. Also. Für einmal gut angestrengt, meinst du? Ja, das ist halt so. Ey, habe ich gesagt, du sollst dich hinlegen? Naja, sagen wir es mal so, als das der Dungeon neu war, man musste erst mal rauskriegen, was die mit dem Rätsel überhaupt wollen. Also, ne, also... Was wollt ihr von mir? Ja, wie was wollen die denn? Wie geht denn das und so? Das muss man ja erst mal rauskriegen. Komm mal zu Papa hier. Mach sie doch mal weg. Die sind doch schon alle weg. Sind ja schon alle weg. Hervorragend. Wer schreit? Vor Freude? So, Treppe auf und schon geschafft. Rolltreppe runter, Rolltreppe rauf. Falle entschärft. Nein, das ist keine Falle entschärft. Also wenn es hier eine Rolltreppe gäbe, würde ich mir Sorgen machen. Ach. Falsche Dimension oder so. So eine mechanische so. So, wer jetzt hier rausgeht, kriegt wieder so einen Sauger an Latz eigentlich. Wenn er denn kommt, manchmal ist er zeitverzögert, aber wir übergehen ihn. Auch nicht schlecht. Das Spiel hat ihn verpasst. Die waren zu schnell für diese Welt. Oh, ey, Alter, die fräsen hier aber auch ganz gut durch die Ecke hier. Nur mit 26.000 sollten sie zumindest ein bisschen mehr Schaden machen können. Also selbst wenn sie gar keine Ahnung hätten, hauen die ja so schon gut Schaden raus. Dieser Dungeon ist für Level 70er. Also selbst wenn man noch nicht mal weiß, wie man spielen sollte, wobei die sich so benehmen, als wüssten sie es, dann macht man halt auch guten Schaden. Wir bedanken uns bei all den Spielern, die gerade hier rumspielen. Das macht ihr super. Die dir helfen, durch den Dungeon zu kommen, meinst du? Richtig. Ich muss mich auch natürlich anstrengen, aber ich sehe schon nicht viel. Er will's. Willst du es wirklich? Okay. Mach doch. So, entweder nimmst du jetzt das Ding oder der Vara eigentlich, wo ist denn... Vara will nicht. Unser Heiler hat... Der Heiler hat gesagt, er will weniger Schaden gegen Demo machen, sondern mehr Schaden gegen die Skelette. Unser TKO macht mehr Schaden gegen Demo, den Boss, und er hier ist jetzt für die grünen Kugeln zuständig. Ich bin gespannt, ob Vara das schafft. Klar schaffen wir das. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht sind wir ja auch so schnell, dass wir nicht mal eine grüne Kugel sehen. Wir werden es erleben. Ja gut, das ist auch eine Methode, ja. Ja, gibt's auch. Also. TKO steht aber neben mir, was mir jetzt Sorgen macht. Warum macht er das? Er hat den Kuschelfaktor. Er wird einfach mit dir ein bisschen mehr kuscheln. Was bewegt mich gerade weg hier? Was soll das? Ist er wieder. Okay. Hab ich auch gerade gedacht. Da ist er wieder. Aber ich kann ihn nicht mal anvisieren, weil er schon wieder weg ist. Ich kann nicht mal einen Schlag machen, also so ein anvisiert, so ein Zielschlag, weil er sagt, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Bin fast da. Beruhigt Ruf. Mach's weg. Hol die Klatsche. Und? Hol die Klatsche. So, jetzt haben wir ja noch ein bisschen gesockt. Und es kam tatsächlich nicht eine grüne Kugel. Da haben wir echt Schwein gehabt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hätte. So, ich habe hier einen Jäger-Kyras der Genesung rumfliegen. Und ich bin weg. Und du bist so dermaßen weg. Flupp. Warum sagt er das immer? Weil er es kann, das weiß er nicht. Husa! Ich kenne nur WhatsApp, aber das war WhatsApp! Oder das Spoon! Kennt die Jugend von heute nicht mehr. Nee, oder Spoon, das kennt auch keiner. Korrekt. Das ist aber die Double-Tante wieder da. Wer sagt, dass es eine Frau ist? Das ist ein Typ. Für mich ist das eine Sie.
Freund. Du gehst immer noch von der deutschen Synchronstimme aus. Das darfst du nicht tun. Ah. Können wir froh sein, dass der Feldwebel Nox keine Frau synchronisiert hat. So, wo ist er? Hallo? Er beamt sich immer 2 bis 3 Mal weg. Da muss man nämlich ihn einmal andetschen. Der ist aber ratzfatz von weggepustet hier. Hervorragend! Ja. TKO macht ihm sehr schnell mit dem technischen K.O. platt. Ja. Techniker K.O., genau. Mach doch mal die Tür auf. Stun sie ein bisschen, dann könnt ihr sie besser hauen. Perfekt. Volt. Ups, irgendwer saugt. Es saugt und bläst der Einzelmann an mir hier. Er ist immer noch da, ne? Nee. Hallo? Mach doch mal die Tür auf. So, nächstes Rätsel. Anordnung dieser Intarsien. Was weiß ich, dass das, wie der sich das nennt. Ich schmalt nicht. Machen wir heute nicht. Will wieder der keiner. Okay. Mara macht die Tür auf. Was passiert? Und? Plumps, 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 plumps. Zap, 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 zap. Mara ist ja doppelt. Warum derjenige immer doppelt an. So, jetzt dieses Rätsel, man geht über Felders rüber und kriegt entweder auf den Sack oder halt nicht. Na, der letzte war es dann noch nicht. Der letzte ist außen. Ja. So, diese grünen Bobbles heißen einfach da nicht lang gehen. So, und das ist eigentlich nur ein bisschen Try and Error mit Ausdauer, aber. Nee. Nee, der letzte war es denn doch nicht. Nee. Rechts oder links? Rechts, ne? Ja, okay. Aber rechts. So, drittes Spielchen durch die Mitte. Und rechts. Und links. Ah, ich bin da auch durch die Mitte, verdammt. Und ich sag mal, links, Mitte. Ich sag Mitte, nein, scheiße. Ach, nicht Mitte. Also links, hätte ich da gerade durchlaufen können, ja super. Ja, das weißt du ja aber vorher nicht. Ja, ich wollte, dann so, alle, das wird es nicht sein, geh mal rechts und weg war ich. So, unser Heiler geht durch und eigentlich kommt jetzt hier auch nochmal so ein Sauger, wenn man länger wartet, aber ich springe auch einfach mal, na, da ist er. Okay. Hinab. Ihr habt lange nicht die Sonne gesehen. Wir sind doch gerade erst ein paar Minuten hier. Wobei, wir leben in Deutschland. Ja, wir haben lange nicht die Sonne gesehen, das stimmt schon. Und hier, wir leben in Bremen, da ist so wie die Sonne. Das stimmt doch nicht. Das ist jetzt eine boshafte Unterstellung. Ja, wenn ich jetzt nach Hannover fahre oder nach Hamburg und wieder zurückkomme, sehe ich immer eine Wolkendecke über Bremen. Komm immer aus Sonne. So, das war aber jetzt nicht das Thema. Geschafft. So, genau. Aber hoch da. Kann ich nicht, weil irgendwer kämpft noch. Ah, jetzt geht's. Da ist auch schon die Tür offen. Irgendwie hänge ich. Ah. So, letzte Gegnertruppe hier. Komm, komm. Vor dem nächsten Stage. Da oben. Der May. Ihr habt eine weitere Ebene. Und Treppenlauf. Und Sabeltante ist wieder da. Sabbel, Sabbel. Doch das spielt keine Rolle. Niemand hat es bisher über diese Ebene hinaus geschafft. Eure Seele wird schon sehr bald. Wer baut so etwas? Und warum? Level Designer bei Ark. Ja, aber welcher Grabeigner will schon wieder Tränke nehmen, die keiner nehmen will? Nee. Nö, will keiner. Will keiner. Und wen zerreißt es? Das fliegende Einhorn mit den heißen Stiefeln. Heiße Flügel, dachte ich. Und Steine schleppen. Na, hoffentlich klappt das. Ja, manchmal verbockt sich das. Verbackt, verbockt, verbuckt. Und es ist so lang.
Ja, schlepp du mal so einen schweren Stein, da kannst du dich nicht Weil ich. Ne? Ist aber jetzt für mich so das logischste Rätsel, oder was ist Rätsel, also die Behinderung, sage ich mal, des Weitergehens von allen. Das ist eine logische Behinderung. Eine logische Herr Doktor, Behinderung. Herr Doktor, ich habe eine logische Behinderung. Nämlich Steine in meinem Weg. So, ich glaube, der Letzte hier. Ja, also, wenn du ihn abgelegt hast, sollte nach einer Gedenksekunde kommen, Rätselfalle entschärft, Rätsel gelöst, wir sind durch. Sehr so gut. Geht's. Es kann mal passieren, dass man hängen bleibt. Ich klicke das Video weg. Es kommt gleich noch eins. Der Tyrannosaurus bricht durch die Wand. Ich sehe keine Gegnergruppe gerade, was ein bisschen doof ist, aber kriegen wir hin. Warum sind die weit weg? Die waren weit am Wandern hier. Die hatten voll das Ei am Wandern hier. Die waren das Ei. Gewölbe erkunden. So, alle weg. Hier wäre erstmal die hier. Wir müssen sowieso jede Truppe hier platt hauen. Alles wegmuxen. Die anderen sind jetzt weggelaufen vor uns, oder? Wo sind die denn? Meine Fresse! Rennen wir einmal zum Eingang zurück hier. Ich sehe keinen Ecker. Kommt davon, weil du so langsam bist, kriegst du die Kämpfe gar nicht mehr mit. Bis du ankommst, sind alle schon weg. Ich bin andersrum gelaufen, deswegen, ich wollte die Abkürzung nehmen. Ach, du bist andersrum? Ja, das erklärt's. Gelaufen. Du läufst rückwärts? Ich bin voll hetero, hallo? Ich oute mich mal kurz. Hetero rückwärts. Was ist hetero rückwärts? Der auch mal andere Sachen ausprobieren möchte. Aber das bin ich nicht. Gut, kommen wir zum Thema hier zurück. Wir müssen uns den Boss stellen, der fiese Fallen unter anderem macht. Nämlich gleich einen Bereich, der uns hier wegwirft. Eine Hand, die einen gefangen hält. Der mussten wir die Leute befreien, sonst gibt's hier Böse auf die Mütz. Ja. Hier macht es immer Sinn, nah dran zu stehen, wenn da jemand weiter wegsteht, weil er meint, oh, ich krieg sonst auf die Mütze durch diesen Bereich hier. Wenn ihr dann von der Hand gegriffen werdet, die euch hält, das kriegen die anderen hier, die auf den Withers hier einhauen, gar nicht mit. Auf den dann, billigen Plätzen, meinst du? Genau, dann habt ihr echt ein Problem. Weil ihr müsst da befreit werden, sonst hängt ihr da drin. Und stirbt im Zweifel. So, jetzt kommt Feuer und wir werden zurückgestoßen in so Feuer, aber weggebumst. Kann auch die Grabzwerge in den Feuerseelen da platt machen, müssen wir aber gar nicht. So, da ist er schon hinüber, der Gute. Da ist er weg. Ich habe einen Jägerkürass des Schutzes gekriegt. Was du so alles findest, ich habe einen Jadebums gefunden. Ein Jadebums. So, drei Gegnertruppen. Dann sind wir schon gleich beim Boss. Bin fast da, sozusagen. Ja, so ähnlich. So, jetzt nicht hauen, weil da stehen ohne Ende Zwerge und die werden wütend, wenn ich sie schlage, aber die tun nichts, wenn man sie nicht haut. Ansonsten habt ihr einen Raum voll aggressiver Zwerge. Und wenn ihr alleine hinter dran kommt und die Zwerge euch überraschen, seid ihr echt am Arm. Ich sag nur Kumpelbläschen. Ja. Eine Mitspielerin, die das aus Spaß und an der Freude einfach mit uns gemacht hat. Genau. Es war auch spaßig. Ach ja. So. Endboss. Auf einer Plattform. Die bewegt sich. Ja. Ladescreen, sage ich nur.
So, ihr solltet euch nicht unter dieses Schwert stellen, wenn ihr nicht der Tank seid. Das ist nämlich dann echt böse. Oder in der Nähe von diesem Ding. So, jetzt ist er gesäppt nach da hinten. Jetzt kommen hier diese großen Hände. Da geht man auf die andere Seite, weil der kippt diese ganze Plattform zu sich. Und steht man zu nah am Rand, fliegt man hier runter. Na komm, hau zu. Der braucht immer so lange dafür. Ich hab's auch nicht. So. Und das Einzige, was man wirklich wissen muss, außer ganz normal, der Tank hat hier auszuhalten, die anderen Stellen von hinten, ist, wenn er seine Kumpels holt, so Mobs, dann hat er, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Geister, so weiße Kumpels. So, hier, da sind sie, diese weißen Dinger. Die müssen weg, weil wenn ihr die nicht vor Ablauf der Zeit tötet, dann macht der Boss eine Ulti, die uns einfach alle tötet. So, Plattform auf die andere Seite. Er kippt wieder. Lalalala. Auch der Gegner. Früher war man ganz raus, wenn man von der Plattform fällt. Heute seid ihr tot und spawnt wieder auf der Plattform und könnt wiederbelebt werden. Früher stand man echt draußen dann und die Gruppe wurde immer kleiner. Da sind sie echt netter geworden. Ja. So, das war die Ulti, dieses Hui, da sind uns alle tot, wenn wir die Geister nicht platt gemacht hätten. Aber die hauen ja gut was raus hier, das funktioniert. Gehen wir gleich durch. Ups, ich wollte gerade ein Schild hochheben, da war aber zu spät. Lalala. Ja gut, läuft. So, Hände, die Hände zum Himmel. Nicht singen. So, jetzt aber, komm. Noch ein Gummistock. Und ruf. Ey, echt jetzt? So, Hände. Jo, Hände. Er schreit schon nein und jetzt steht nämlich Rastnasi bei dem Boss und wenn die Plattform gekippt wird, haut er dann gleich ab. Hui, er fällt runter. Idiot. So, wer Schlüssel gebaut hat, kann sich jetzt 11.500, reicht mir das schon? Ich versuch's nochmal. 16.1, so wollen wir das haben beim letzten Versuch. Wow. 16.1, hui. Das war viel Astral. So, und in diesem Ding hier 8000, 6900, 9200. Ach, okay. So, wenn man keine kannst du vielleicht hat, jetzt noch bauen, kannst ja gucken. So, guck aufs Treppchen. Ja, ich habe Schaden absorbiert wie Sau, glaube ich auch. Den meisten Schaden ausgeteilt mit dem doppelten, fast dem doppelten von dem zweiten hat TKO, T-Bone, das Steak. Dann kommt Vara, war das nicht unser Heiler? Mal eben kurz gucken. Nee, Moment. Hexenmeister. Nee. Hexenmeister, dann kommst du, dann komm ich und dann kommt der Heiler, okay. So soll's sein. Schaden erlitten, alles klar, ist logisch. Gestorben ist niemand nicht. Und TP geheilt hat unser Heiler am meisten. Also klar. Insofern alles richtig gelaufen. Mhm. Und du hast nur 73 und ich 67. Also von der Anzahl der Tötungen hänge ich nicht so weit hinter dir. Aber du machst das mit viel mehr Wumms. Mit Liebe mache ich das. Mit viel mehr Liebe. Ja, aber da sieht man halt so die Unterschiede. Also der Heiler und Tank sollten auch immer ganz unten sein auf der Tabelle, so standardmäßig, weil Tank lässt sich nur hauen und teilt auch nicht viel aus. Der Heiler soll heilen und nicht austeilen. So, und dann kommen die drei DPSler und da sieht man dann aber schon die Unterschiede. Zwei sind hier so im 20 Millionen, 25 Millionen Bereich und der andere hat fast das Doppelte von denen mal eben gemacht. Also da sieht man mal eben so da die kleinen, aber feinen Unterschiede und der ist 25,2 in Summe und der Zweitplatzierte war 23,4. Ja. Ja. Ordentlich. Das war's auch schon. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.